Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Left 4 Dead 1. Im letzten Part haben wir, ja, ist auch wieder etwas her, ungefähr 2 Wochen, wo ich das gespielt habe. Wir haben Flug zur Hölle abgeschlossen und jetzt machen wir weiter mit Blutdurst. Schlagen Sie sich zu einem Militärstützpunkt zur Aufnahme von Flüchtlingen durch. Hat auch wieder 5 Level. Ja, Bill werden wir wieder spielen und ja. Wie man sehen kann, ist da nur noch Crash Course und Sacrifice, die letzten 2 Kampagnen. Ich werde gucken, ob ich die Woche jetzt auch noch aufnehmen werde, dann kann ich das Spiel abschließen. Ja, und dann werde ich dann die DLC-Kampagnen zu Left 4 Dead 2 noch machen. Und damit hat sich's dann. Da sind wir damit fertig. Und dann kann ich als größeres Projekt mich vollkommen auf Mortal Kombat konzentrieren. Obwohl, so viel kommt da jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber naja. Gut, wie gehabt. So, immer weiter zum Schutzraum und so weiter und so fort. Digga, ey. Muss nachladen. Oh. Digga. Wälder sind schon scheiße, wenn die sich hier überall verstecken können. Ja. Ich bin auch noch ein bisschen an überlegen, ob ich nicht noch ein Let's Play dazwischen schiebe. Wenn wir jetzt, sollte ich jetzt in den nächsten Wochen Left 4 Dead 2 und na, sag schon, Mortal Kombat zu Ende haben, dass ich eventuell noch irgendwie mal durch meine Xbox 360 Sammlung schaue und dann eben halt noch eins rausfische, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Irgendwas, was ich da... Oder ich werde halt einfach mal gucken, ob ich wieder sowas Tims Spielekiste mache. Solche Spiele zeige, die eben halt, ja, ich sag mal, nicht als Let's Play taugen. Oder meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig ist. Gerade wenn es solche Arcade-Spiele sind. Hier irgendwo die ganze Zeit ein Boomer. Ah, gut. Super. Kommt dir die Gegend bekannt vor, Francis? Das ist super, dass wir hier uns eindecken können. Molotow, naja. Bin kein großer Fan hier. Nehme ich lieber die Rohrbomben. Ich habe ja auch verlängertes Wochenende, so könnte man sagen, weil ich ja den Feiertag habe ich gearbeitet und da hatte ich gestern schon Donnerstag früh irgendwo ist, ich sehe ihn nicht, weil der sich ständig irgendwo versteckt, der Kunde. Ja, wie gesagt, ich hatte da ich nämlich den Feiertag gearbeitet habe und ja, da hatte ich Donnerstag früh Feierabend, also Wochenende, und ja, habe zwar gestern jetzt nichts gemacht, weil wir heute Freitag haben,
Einfach aus dem Grund, ich wollte den Tag auch einfach nehmen, um mich zu erholen, um aus dieser, ich sag mal, aus diesen, aus diesem Rhythmus wieder rauszukommen. Deswegen bin ich auch gestern auch relativ früh schlafen gegangen wieder. Und hab jetzt vorhin alles erledigt. Also sprich, hauptsächlich einkaufen. Und ja. Los rein. Zoe! Geht doch. Gut gemacht. Ja, aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich dieses Wochenende eventuell schon hier Left 4 Dead abschließen werde. Weil wenn ich heute das Kapitel mache, morgen vielleicht sogar die beiden Kapitel, dann bin ich damit fertig. Da kann ich das Spiel endlich wegräumen. Ich spiele auch mit den Gedanken, da ich habe ja mal mit den Wesker und den Astranopel, mit seinem alten Kanal damals noch, komm, wir nehmen mal die Schrot. Habe ich ja Resident Evil Operation Raccoon City gemacht. Das Einzige, was wir eben halt nicht gemacht haben, war eben halt die DLC-Kampagnen dazu. Und ich habe vor, mir die noch zu kaufen. Und die eben halt dann ja, zu zeigen. Ich werde auf jeden Fall dann, unter dem sollte ich wirklich mich dazu hinreißen lassen, dieses Let's Play dann noch anzufangen. Das kann ich jetzt auf Anhieb noch nicht sagen. Ich spiele zwar mit den Gedanken, weil nämlich ab Juli, glaube ich, der Xbox Store eingestellt wird. Der 360 Store. Und ich glaube, in der Xbox One kann man die DLCs, glaube ich, nicht kaufen. Das war hier zum Beispiel wie mit Left 4 Dead mit den DLCs, die konnte ich nur über den 360 Shop kaufen. Und es wäre schon schade, wenn ich die euch dann nicht zeigen könnte. Mir ist schon klar, dass dann auch das ein oder andere Xbox 360 Spiel durch die Schließung des 360 Stores einiges verloren gehen wird. Das muss man einfach dazu sagen. Aber naja, wie gesagt, das ist jetzt alles erstmal Spekulation nochmal von mir. Weil ich ja vorhatte, wie gesagt, PS1-Spiele hauptsächlich dieses Jahr noch zu bringen. Aber wenn ich da sowieso noch für kurze Zeit die 360 angeschlossen ist. Aber wie gesagt, erstmal abwarten. Das sind einfach nur wieder solche Gedankenspiele von mir. Weil hier hätte... Und wir müssen da durch. Ergo, wir haben ja keine Wahl, dieses Vieh anzugreifen. Vielleicht können wir das ein bisschen moppen. Scheiterhaufen, lol. Was ich aber auch noch vergessen habe reinzunehmen in meinen Plan für dieses Jahr Video. Ich dachte mir, weil ich kurz davor nämlich noch Resident Evil Survivor. Na klasse. Und das Spiel auch nicht gerade lang ist. Also innerhalb, ich meine in so in gute 2 Stunden würde ich sagen, kann man das Spiel durchspielen. Und ich denke mal, das werde ich dann auch noch mit reinhauen. Das wird vielleicht auch eins der ersten Spiele sein, die ich aufnehmen werde in einer Session. Und dann ist das gut.
Molotow, fährt damit. Okay, jetzt sind wir da draußen. Weg hier. Oh, Gott sei Dank. Alles Kanonenfutter. Ey, ich hab dich doch getroffen, Dicker. Ich hoffe, ich laufe auch richtig. Mir scheint es schon, dass hier ein Tank kommen wird. Da kommen wir nicht durch. Man hört ihn auf jeden Fall nicht schnaufen. Ich habe eine große Fresse. Stirb! Anabolika-Zombie. Los, die Leiter hoch. Schutzraum wäre jetzt nicht schlecht. Da ist ein Schutzraum. Danke. Was? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, hier irgendwie kann ich nicht da weiter. Los, schnell rein hier. Los, 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 los. Los, Francis. So. Ein Level schaffen wir noch. Auf jeden Fall ist heute von mir geplant, erstmal dieses Kapitel abzuschließen. Dann werde ich noch ein, zwei Parts von Mortal Kombat aufnehmen. Wenn es die Zeit noch hinhaut, fürs Erste noch vielleicht ein Kapitel in Dynasty Warrior aufzunehmen, weil dann hätte ich theoretisch für die kommende Woche genug Videos. Was ich aber auch noch vergessen habe zu sagen, die kommende Woche ist ja auch Christi Himmelfahrt. Also ich habe jetzt am Montag habe ich ein paar Termine. Ich weiß nicht, wie lange der eine Termin auf jeden Fall laufen wird. Deswegen werde ich auf jeden Fall den Montag auch nochmal aufnehmen. Und Freitag habe ich, Donnerstag ist sowieso frei und Freitag habe ich Urlaub genommen. Deswegen, ja, auch das kommende Wochenende ist mal wieder sehr lang für mich. Komm, Francis. Chefsanitäter, was macht das? Heilen Sie 25 Überlebende. Boah. Ich muss auch immer, ich bin immer nach wie vor noch ein Fan, was die Achievements angeht bei Xbox mit dem Punktesystem. Weil die Trophies bin ich jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Also ich favorisiere schon hier das Achievement-System von Xbox. Brennende Zombies sind gute Zombies. Okay, bei den DLC-Maps kann ich, wie gesagt, möchte ich nochmal anmerken, da weiß ich, da werde ich hauptsächlich wohl. Ich denke mal, wir kommen eigentlich ganz gut auf normal klar. Ich denke mal, jetzt spielen wir weiter auf normal.
auch bis jetzt nicht einmal. Also, im letzten Kapitel war es schon, dass wir da mal gelb hatten am Leben. Aber jetzt merkt man auch wieder, ich bin total drinne. What? Wo kommt der denn jetzt her? Stopp. Heilt sich ihm halt selber. Wird nur behilflich sein. Wir müssen auf jeden Fall hier rein. Hier durch. Folgt den alten Mann, er weiß, wo es lang geht. Pillen. Nehmt euch die Pillen los. Gleise. Auf jeden Fall nicht weit. Digga. So. Man muss nur wissen, wie. Ey, dass wir in dem gesamten Spiel immer Pech haben, wo die scheiß Witches hocken. Ich bin ja blöd, wir haben ja einen der letzten Level Witch angegriffen. Ich bin noch total behämmert, ey. Munition! Louis, nimm die Pillen. Ich nehm die Pillen. Gut, na, klasse. Ihr Zombie, sie kommt hier nicht durch. Lade nach! Leute, ihr steht hinter mir und seht, dass ich angegriffen werde. Schießt doch auf diese Drecks-Zombies, ey. Alter, Leute, ihr steht direkt neben mir. Lade nach. Die Gegner kommen. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich meinen Molotow aufgespart. Von hinten angreifen ist unfair. Haben wir es geschafft? Ich weiß es nicht. Irgendwas haben wir auf jeden Fall umgestoßen. Aber jetzt nicht sicher was. Aha.
Das hätte ich vorher gebraucht. Ah, wir haben die Brücke da oben runtergeholt. Alles Klärchen. Moment. Bevor wir weitergehen. Erstmal noch mal Munition aufstocken. Alles Klärchen, so. Leute, nur keine Müdigkeit vor Schützen kommt. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt davor laufe, werde ich von Hunter angegriffen und dann das ganze Level nochmal von vorne. Los, rein hier. Oh. Das sind 21 Minuten. Oha. Ich glaube, letztes Kapitel haben wir da länger gebraucht. Gut. Da ja gleich das Laden eh vorbei ist und ich möchte den Part beenden, bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid im nächsten Part dann auch wieder mit am Start. Also Leute, haut rein und ciao. Kuriert euch besser auf.